Willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Wir nähern uns in dem Finale. Und ja, wir sind hier oben angekommen und... Oh, Minardi sagt gleich was. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich sie synchronisiert habe. Endlich ist das... ist die Zeit gekommen, das Licht des Venus-Leuchtturms zu entzünden. No, stop it, please! Wenn das zweite Licht entzündet ist, bleiben nur noch zwei übrig. Wow, 2 plus 2 gleich 4, der Typ war in der Grundschule. Nein, Jupiter zu entzünden ist quasi genauso, als würden wir Mars entzünden. What? Das ist wahr, Jupiter ist der einzige, der noch bleibt. What labert ihr? Erstmal sagt ihr zwei jetzt noch einziger und das ist genauso wie der andere, what? Stimmt, die Erfüllung deiner Träume ist nun in greifbare Nähe gerückt. Warum bist du immer noch hier, Felix? Ich dachte, ich hätte dir befohlen, zum Schiff vorauszugehen. Ich habe Jenna und die anderen bereits zum Dock in Idejima gesandt. Das habt ihr jetzt gerade nicht gehört und ich frage mich ehrlich, was es ist, verdammte Scheiße. Ja. Danke. Das muss ich kurz wegmachen, sonst habt ihr permanent diesen Sound und das nö. Und jetzt hoffe ich nicht, dass es also ein Grund ist wegen Aufnahme und naja, müsste eigentlich nicht. Itajima, was ist denn das jetzt? Warum bist du dann zurückgekommen? Weil ich noch ein anderes Versprechen zu halten habe. Ein Versprechen, sagst du? Du meinst sicher Cosma. Ja, Cosma. Warum habt ihr sie noch nicht freigelassen? Ihr habt versprochen, sie freizulassen, sobald ihr Zugang zum Venusleuchtturm hättet. Und deswegen bist du wieder zurückgekommen? Er hat versprochen, jemanden in diese Sache hineinzuziehen, der damit nichts zu tun hat. Cosma ist etwas Besonderes. Natürlich. Weil Cosma ein besonderer Adept ist? Ihr scheint euer Wissen auf euren Wegen vermehrt zu haben. Wie meinst du das? Um jeden der Leuchttürme zu erreichen, brauchtet ihr einen Adepten des entsprechenden Clans. Jetzt haben wir Feuer-, Erd- und Wasseradepten, aber keinen Windadepten. Das scheint der Fall zu sein. Brauchen wir Cosma, um in den Jupiter-Leuchtturm zu kommen? Es tut mir leid, Felix. Aber ohne Windadepten könnten wir ihn nicht mal betreten. Wenn das der Fall ist, kann ich verstehen, warum ihr Cosma nicht freilassen könnt. By the way, was haben wir hier an Wind-Dingsbums benutzen müssen? Ich meine ja nur, eigentlich ja nichts, oder? Lastenheber kann Garrett. Enthüllung brauchten wir nicht. Also was brauchten wir an Wind? Egal. Es scheint, als hättest du auch etwas gelernt. Wenn das alles ist, dann solltest du jetzt gehen, Felix. Nein, ich kann Cosma nicht zurücklassen. Ich bringe Cosma zum Schiff. Was redest du da, Felix? Wir wissen nicht, was geschehen wird, wenn ihr dieses Leuchtfeuer entzündet. Ich werde Cosma nicht hier lassen, damit sie es für euch herausfindet. Ja. Wir haben dir doch gesagt, dass wir Cosma beschützen werden. Vertraust du uns denn nicht? Das habe ich nicht gemeint. Es ist dennoch am besten, auf Nummer sicher zu gehen. Sag uns nicht, was
für uns am besten ist, Felix. Du nimmst Cosma nicht mit. Warum nicht? Was? Vertraust du mir nicht? Vertraust du ihr mir nicht an? Filter? Was? Wie könnten wir, nachdem du gerade die Freilassung von Cosma gefordert hast... Ja, gut. Ich glaube, ich habe mich verlesen. Wenn wir dir vertraut hätten, wäre Cosma jetzt in Freiheit. Komm mit mir, Cosma. Ich werde dich beschützen. Aber wann kommen wir endlich ins Bild? Bist du bereit, das zu tun, auch wenn es bedeutet, gegen uns zu kämpfen? Ich glaube, das ist er. Er würde sich uns nicht widersetzen, wenn er nicht bereit wäre zu kämpfen. Wenn es bedeutet, Cosma zu beschützen, muss ich es tun. Oh, kriegen wir gleich ein fünftes Mitglied, so gerade eben. Du hast gesehen, wozu wir in der Lage sind. Du weißt, dass du uns nicht aufhalten kannst. Wie willst du Cosma beschützen, wenn du nicht einmal dich selbst beschützen kannst? Diese rebellische Ader ist der Grund, warum wir dich nie kämpfen ließen. Okay. Hast du denn auf unserer Reise nicht genug Gründe erhalten, um uns zu fürchten? Du bist kein Kämpfer, Felix. Wie denkst du, willst du gegen uns bestehen? Du hast uns zum letzten Mal in Frage gestellt. Lass uns sehen, wozu du in der Lage bist. Oh. Es scheint, als würden sie sich um Cosma streiten. Aber es scheint um mehr zu gehen. Es sieht so aus, als würden Satura und Menardi Felix nicht länger vertrauen. Sieht so aus, als wäre uns soeben die perfekte Gelegenheit in den Schoß gefallen. Jetzt haben wir die Chance, sie vom Entzünden des Leuchtfeuers abzuhalten. Jo. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Vorwärts! Oh, wie schön, dass ich jetzt nochmal was machen darf. Ich wollte nämlich noch Jinz und so weiter. You know? Toniko, Reunig, Sprudelbräunig, Nebelbräunig. Jetzt ist die Frage, was ich noch nicht brauche. Attacke schwächen lasse ich mal weg. So, fangen wir hier jetzt wieder an. Granit, Quarz, Ranke, Knospe, Strato, Chaos, Angriff mit Boah, hier ist zu viel, was nicht. Nehmen wir mal das und Schnelligkeit runter machen auch, weil wir Schnelligkeit erhöhen werden. Quarz und Kiesel. So. Bö. Sturm, Mistral und Smog. Bei dir haben wir auf jeden Fall Glut. Fackel ist total cool. Aber wir sind eh erstmal auf Verteidigung aus. Esse, Fieber. Ich will nämlich die Abwehr immer durchdrängen. Dann nur. Lässt sich da nicht ändern. Gut, dann nochmal ein extra Safe State. Und los geht's, Leute. Los geht's. Wir sind voll geheilt. Isaac. So, ihr habt es. Ihr seid also gekommen, um uns aufzuhalten. Sieh doch, was uns deine Aufmümpfigkeit gebracht hat, Felix. Ich brauche weder dich noch sonst jemanden, um mich zu retten, Isaac. Ich wollte gerade eben die Rechnung mit Saturos und Menardi begleichen. Ihr könnt zusehen. Und dann zeigen wir euch die wahre Macht dieses Leuchtfeuers. Aber Cosma hat damit nichts zu tun. Lasst Cosma frei. Schweig! Du solltest nicht so vorlaut sein, Felix. Sonst werden du und Cosma leiden müssen.
Wenn Cosma etwas zustößt, haben wir Pharan enttäuscht. Wir werden nicht zulassen, dass ihr Cosma oder Felix etwas antut. Oho, ihr macht euch also auch Sorgen um Cosma? Keine Sorge. Cosma wird nichts geschehen, wenn ihr unsere Bedingungen erfüllt. Was hast du vor, Saturos? Überlass das mir. Cosma, erinnerst du dich an den Stab, der mit Hesperia in Verbindung steht? Moment. Der Stab von Hesperia? Hat den Iva nicht? Der Stab, den man braucht, um den Jupiter-Leuchtturm zu erreichen. Ja. Jene, die uns verfolgen, führen einen Stab mit sich. Ist es der, den ich meinte? Cosma, bleib wo du bist. Du kannst das auch von dort aus machen. Was denkst du, Cosma? What the fuck? Nun, Cosma? Vielleicht. Vielleicht? Vielleicht was? Schreit sie nicht an. Okay, ich habe nicht geschrien, aber egal. Wir schreien nicht. Wir wollen eine brauchbare Antwort. Nun, Cosma? Ihre Gedanken sind verschleiert. Ich kann es nicht klar erkennen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich jener Stab. Es wäre eine Verschwendung, sie es nochmal versuchen zu lassen. Was sollen wir jetzt tun? Fight with me. Kennt ihr die Bedingungen, zu denen wir bereit sind, Cosma unversehrt zu lassen? Nope. Ich will den Stab, der uns zum Jupiter-Leuchtturm bringt. Ah, Moment. Ja, wir sind ja gerade nicht beim Jupiter. Ja. Wenn ihr uns den Schamanenstab gebt, wird Cosma nichts geschehen. Einverstanden? Nope. Er will den Schamanenstab. Wenn ich dadurch Cosma retten kann, werde ich ihn aufgeben. Was? Aber Hamid hat ihn dir gegeben, Ivan. Ist es dir denn egal, was mit Cosma geschieht? Dann wirst du uns den Stab geben. Gut gemacht, Saturos. Endlich haben wir den Schamanenstab. Ist das nicht toll? Hol ihn, Felix. Oh. Oh. Oh, irgendwie ahne ich gerade was. Irgendwie ahne ich gerade was. Also Felix nimmt den Stab, behält ihn, wir machen Saturos und Menadi fertig und keine Ahnung, was da passiert. Auf jeden Fall können die nicht weitermachen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Felix wird noch eine Rolle spielen. Ich weiß es nicht. Der hat so das Style eigentlich eines Mithauptcharakters, aber war halt noch nicht so wirklich am Glänzen. Warum ich? Um uns dann die Loyalität zu beweisen. Mach schon, Felix. Hol ihn dir. Isaac übergibt den Schamanstab, der eigentlich Ivan trägt. Was soll ich mit dem Stab tun? Bewahre ihn auf. Wo willst du hin, Cosma? Ihr habt den Stab, ihr lasst jetzt Cosma frei. Als ob die das tun, Leute. Von Anfang an. Wie meinst du das? Du sagtest, du würdest Cosma freilassen, wenn wir euch den Stab geben. Das war ja eure Bedingung. Wir gaben euch den Stab, also lasst Cosma frei. Ihr scheint da etwas missverstanden zu haben. Ich sagte, wir würden Cosma kein Leid zufügen. Aber mit keiner Silbe habe ich erwähnt, dass wir sie freilassen würden. So haben wir nicht gewettet.
Wir können auch nichts dafür, wenn ihr Saturs Vorschlag falsch interpretiert habt. Wir können nichts dafür, dass ihr einfach nur so hohl dämlich seid, Leute. Jetzt mal ehrlich. Abgesehen davon, würden wir Cosma freilassen, wäre sie in arger Bedrängnis. Was meinst du? Cosma kommt niemals alleine zurück bis nach La Livero. Was meinst du? Wir nehmen Cosma mit. Oh nein. Genau, du gehst nicht mehr zurück. Das war's dann für dich. Wie bitte? Genug. Ihr seid diejenigen, die... Tiere, genau. Die nirgendwo mehr hingehen werden. Alter, der Spiel hat so viele Fehler. Komm schon, Welpe. Du wirst nicht lange genug leben, um deine Dummheit zu bereuen. Seid bereit, den wahren Schrecken zu erleben, den euch ein meisterlicher Feueradept bereiten kann. Oh yeah. Slot 5. Der Hellfalling erscheint, war ja nicht so damit. Aldis Waffe gefällt mir aber irgendwie. Gericht. Tor. Meteor. Theoretisch hätte ich Quelle einfach lassen können und dann. Ach. Ich will nämlich sicherheitshalber irgendwie mal heilen, weil ich denke, wir bekommen viel zu viel. Ach, scheiß drauf. Schaden! Und Boreas. Nee, du kannst jetzt eine Death machen. Erstens, zweitens, ihr seid schneller. Fuck you. Menardi ist also die schnellste. Okay. Das ist nice to know. Wobei ich sogar glaube, dass wir den Part jetzt gleich nach diesen ersten Angriffen beenden, je nachdem wie lange er gerade geht. Wie lange gehst du Part? Nach dem ganzen Gerede. Oha, schon an die 17 Minuten. Soll ich den Part jetzt beenden oder irgendwann mittendrin? Ich weiß nämlich nicht, dass wir... Ach, was scheiß drauf. Ich mach den Kampf zu Ende. Karst. Angriff mit Gift. Granit erzeugt mächtige Erdbarriere. Alter, wir haben kaum Schaden bekommen. Nice. Dann machst du Brise bitte. Nein, Zephyr. Dann machst du Corona. Oder Flamme. Flamme. Und du... Tau... Pin. Pin ist immer gut. Sieht nämlich nicht danach aus, als ob wir heilen müssen. Besonders nicht, wenn wir jetzt unsere Verteidigung erhöhen. Und warum sind wir jetzt schneller als Menardi? Komisch. Egal. Boah, 15 Schaden nur, vorher 120 bei Isaac. Wow. Das ist echt nice. 11 Schaden. Wow. Ihr könnt mir gar nichts machen. Leider ist keine Verteidigung gesenkt. Okay, ein Gen ist wieder verbunden. Gut. Was können wir jetzt noch machen? Knospe. Strato. Karst. Karst, würde ich sagen. Krise, Widerstand, Milan, doppelter Angriff, nächste Runde. Bö. Ich würde einfach mal Milan sagen. Karst auf Milan ist cool. Corona. Nee, Corona bewahre ich mir noch auf. Fackel kommt jetzt erstmal ran. Tonico lebt einen besiegten Freund. Das ist mir alles scheißegal. Ah, mache ich Gletscher. So. Fackel, alles auf Minardi. Aber warum verliert ihr alle keine Dingsbums und werdet auch nicht vergiftet? Wow. Aufprall. Du erhöhst deinen Angriff. Alter, nein. Inferno, ich habe eine Flammwand. Das wird nicht sehr viel abziehen, denke ich. What the fuck? Don't. Das hat viel zu viel abgezogen. Ich dachte, ich hätte eine Flammwand. What the fuck? Egal. Ranke. Griffgegnern steht KP. Das hat sich, ich glaube, Ranke hat sich mit uns verbunden. Du kannst zweimal angreifen. Hebt Widerstand des Teams. Dann habe ich drei und einmal Bö. Dann kann ich nochmal Tor rufen. Esse Angriff erhöhen und Corona hebt Widerstand des Teams. Jetzt Saura.
Ja, machen wir mal Esse. Angriff ist nicht verkehrt. KP wieder auf. Tonico belegt einen besiegten Freund. KP von allen. Yay. Ich muss mich ja so langsam wieder heilen. Jetzt hole ich noch Widerstand. Steiger Angriff. Dann kommt Corona. Dann ballern wir einfach nochmal rauf. Also fährt das nur nicht geheilt. Naja, egal. Ich hoffe, ich bekomme nicht so viel Schaden. Also kalt sich ja jetzt auch nochmal. Okay, hat sich alles... No! Gessen. Hat sich meine Verteidigung irgendwie normalisiert, ohne dass ich es weiß. Ich bin getäuscht mit Garrett. Wie schön, dass ich mit Garrett eigentlich nur buffe. Okay. Hier fehlt noch einer. Quarz. Belebt einen belebten Freund. Strato? Ranka? Nehmen wir einfach mal Strato. So, du kannst wieder Tor beschwören. Und zwar so rum. Ich glaube, ich habe das immer falsch rum gemacht dann. Fieber. Ne, Corona. Oh. Angreifen bringt gerade nichts, wenn ich benebelt bin. Sprudel. So, die Menadi kann schon mal nicht angreifen. Ist immer gut. Tor ist auch immer gut. So. Was? Der ist... Way too much easy, Leute. What the fuck? 6000 AP. Ivan Reich, Level 32, Magier. KP um 7 PP, 3 Attacke, 3 Verteidigung, 2 Schnelligkeit, 4. Mia, Level 32, Priester. KP um 7 PP, um 3 Attacke, um 4 Verteidigung, um 2 Schnelligkeit, um 3. Was es mir auch immer nützen sollte jetzt noch, da ich gespoilert wurde. Das ist das Ende. Meine Güte, ich hasse sowas. Ich hätte ehrlich gedacht, von Anfang an, wir machen alle 4 Leuchttürme. Ach, egal. Wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Also gut, Cosma. Lass uns gehen. Felix, was machst du da? Ich kann nicht aufgeben, Cosma. Was? Wenn schon, ich kann Cosma nicht aufgeben, aber what? Was? Aber wir haben dich doch gerade gerettet. Ich habe euch nie gebeten, das zu tun. Felix, du gehörst nicht zu ihnen. Du kannst jetzt gehen, wohin du willst. Warum tust du so etwas? Und ich wollte den Part beenden. Und Leute, ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.